willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode von Ronaldos Road to Madrid, einer neuen Serie hier auf dem Kanal. Und naja, was soll ich sagen, es geht natürlich um Cristiano Ronaldo, den in meinen Augen besten Fußballer der Welt, den Weltfußballer und den linken Flügelspieler von, ja, momentan Real Madrid. In der Vergangenheit hat er bei einigen Vereinen gespielt, unter anderem bei Sporting Lissabon und bei Manchester United. Mir fällt jetzt kein anderer Verein mehr ein, ich glaube, er hatte irgendeinen Jugendverein, bin mir aber nicht sicher, bei wem er da gespielt hat. Und naja, seine Serie, beziehungsweise diese Serie hier, die um ihn geht auch in gewisser Weise um seinen Weg zu Real Madrid, überall Sporting Lissabon und Manchester United. Das Ganze wird folgendermaßen ablaufen, das ist ganz normale Spieler Road to Glory, zumindest mehr oder weniger. Wir starten mit einem Juniorenteam der portugiesischen Nationalmannschaft, das heißt mit ganz, ganz vielen Bronzespielern, die alle, ja, allerhöchstens, ich glaube, der älteste ist 23 Jahre alt ist und, also sind, ist, glaube ich, die richtige Zeitform. Und es wird dann pro Tor von Cristiano Ronaldo ein Spieler verbessert. Das Ganze wird von euch entschieden. Ich habe in der Videobeschreibung einen Link zu einem Google Docs Dokument, bei dem ihr alle Spieler seht, die ich in diese Road to Glory einbauen werde, beziehungsweise in diese Road to Madrid. Das Ganze wird so ablaufen, wie gesagt, wenn Ronaldo ein Tor schießt, wird ein Spieler geupgradet und ihr entscheidet das Ganze, indem ihr in die Kommentare schreibt, welchen Spieler ihr gerne sehen würdet. Je nachdem, welcher Name am öftesten genannt wurde, nicht was irgendwie Likes oder sowas auf den Kommentaren geht, je nachdem, welcher Name am öftesten genannt wurde, diesen Namen, beziehungsweise diese Spieler dann, je nachdem, ob Ronaldo mehrere Tore schießt oder nur eins in der Episode, der wird dann in das Team aufgenommen, beziehungsweise das Team wird dann logischerweise damit verbessert. Das Ganze wird so laufen, dass man vom alten Club zum neuen geht, das heißt, von der Jugendmannschaft geht man zu Sporting Lissabon, und in Sporting Lissabon gibt es zwei Phasen, und zwar einmal die Ersatzmannschaft in gewisser Weise und die Topmannschaft. Von der Topmannschaft geht es dann weiter zu Manchester United und so weiter und so fort. Wenn da mehr als ein Spieler steht in dem Google Docs Dokument, das ist, glaube ich, drei oder vier Mal der Fall, dann könnt ihr euch aussuchen, welcher Spieler da hinkommt soll. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, und zwar ist das jetzt bei Sporting Lissabon der Fall. Die haben auf der rechten Seite mehrere Optionen, die man hinstellen könnte. Nani ist natürlich die höchstbewertete, und danach kommen, ich glaube, es sind Carrillo, Mané und Heldon oder sowas auf jeden Fall. Und von diesen drei Spielern, von Mané, Heldon und, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Carrillo, könnt ihr euch einen aussuchen. Das heißt, der von denen am öftesten genannt wird, der wird dann auch ins Team genommen. Ja, wenn er jetzt in einer Episode halt beispielsweise ein Heldon ganz oft genannt wird, dann kommt Heldon halt rein. Also je nachdem auch, welcher als erster am öftesten genannt wird. Das heißt, wenn er jetzt in der ersten Episode direkt sagt, okay, ich will da Helden haben, und der wird am öftesten genannt, kommt der halt mit rein. Ja, dann sind halt einfach Carrillo und Mané draußen. Das heißt, wenn euch das nicht juckt, ob einer von, also welcher von denen da reinkommt, müsst ihr da nicht schreiben. Wenn euch das aber sehr juckt, schreibt es am besten schon in der ersten Episode rein, das heißt in dieser. Pro Man of the Match Performance von Cristiano Ronaldo gibt es ein Pack, das ist dann quasi das Pack der Episode, das heißt pro Episode können es höchstens zwei Packs werden, die variieren normalerweise, also ich werde es in 7,5K Packs machen, aber es kann natürlich auch sein, dass man 50K oder 25K Set dazwischen kommt, je nachdem, was wir gerade als Special Packs so haben. Die Serie wird immer, zumindest nach aktuellem Uploadplan, der sich natürlich jetzt ändern wird, weil ich im Abitur bin, so langsam Abiturstress und dementsprechend nicht mehr so viel produzieren kann, aber zumindest laut aktuellem Uploadplan wird die Serie einmal am Samstag kommen, wie ihr es wahrscheinlich schon geahnt habt, ja, weil sie heute ja das erste Mal kommt. Dann noch am Dienstag und am Donnerstag. Das ist momentan der Plan. Bubble Time wird erstmal rausgestrichen aus dem Plan, weil ich momentan einfach nicht die Zeit habe, mich mit allen möglichen Themen zu beschäftigen. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der allerersten Episode. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like auf jeden Fall da und ja, dann viel Spaß. Gehen wir also rein in die erste Episode und damit ins erste Team. Natürlich Ronaldos RTM, natürlich Ronaldo auf dem linken Flügel, und im Tor haben wir den ersten Bronzespieler. Es sind natürlich alles Portugiesen, wie gesagt, es ist eine portugiesische Juniorenmannschaft sozusagen. Und naja, im Tor haben wir Silva, der hat ganz ordentliche Werte, ist aber nicht der allerbeste, sieht man auch an dem 60er Rating. Innenverteidigung besteht aus Ferreira, ehemaliger Porto-Spieler, und Josué auf der anderen Seite, der relativ solide aussieht sogar, auch wenn er Non-Rare ist mit 67 Tempo, 67 Physik und 63 Defending für einen Bronzespieler. Linksverteidiger ist dann Rocha, auf den ich 4 Stunden warten musste, weil keiner auf dem Markt war. Dann gehen wir zum Rechtsverteidiger, und der Rechtsverteidiger ist ebenfalls ganz okay, ist Amorim vom gleichen Verein, wie auch eigentlich unsere fast ganze Verteidigung ist. Zentraler Mittelfeldspieler Nummer 1 ist dann Taira, der steht auf dieser Seite beziehungsweise auf der anderen Seite. Dann haben wir einen Sechser natürlich, und zwar ist das Ricardo Alves, ebenfalls aus der portugiesischen Liga. Wie gesagt, alle unter, ja, ich glaube unter 22 fast, bis auf einen Spieler, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, welcher das war. Teixeira dann, unser zentraloffensiver Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion aus der FL Championship. Unser rechter Flügelspieler kommt dann ehemals von den Queen's Park Rangers. Mittlerweile spielt er, glaube ich, auch in Portugal. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das Bruno, heißt er, glaube ich. Auf jeden Fall Andrade mit 51 grandiosen Shooting für einen Flügelspieler. Und unser Stürmer ist dann ziemlich cool. Er ist nämlich Sturgeon und hat Forster-Skills und ist 1,83 groß. Mittelarbeitsraten 68, Dribbling für einen Bronzespieler. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Hat uns 1500 Coins gekostet. Mal sehen, wie der sich so
präsentiert. Wir gehen also mit dieser Mannschaft rein in die erste Partie und hoffen, dass wir direkt Upgrades bekommen. Das heißt quasi, dass wir Tore mit Ronaldo erzielen. Das erste Gegnerteam sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Newcastle Lions mit Revel Morrison, mit Tyson vorne drin, mit einem Elokobi in der Verteidigung. Also kann auf jeden Fall eine schwere Aufgabe werden. Und wir springen einfach mal rein in die erste Szene. Und die ist auf unserer Seite. Ronaldo bekommt hier den Ball nach knapp 7 Minuten. Unser Star geht direkt mal ab, will direkt das erste Upgrade für seine Mannschaft haben, will direkt den Weg zu Lissabon wagen. Macht das schön mit dem Jackback, geht weiter. Und dann kommt der Schuss aus der Distanz, dreht sich schön, geht aber knapp am Pfosten vorbei. Erste gute Chance von CR7, leider Gottes vertan. Weiter geht's mit unserer Nummer 8 momentan noch, denn wir sind in der Jugendmannschaft, da hat er die Nummer 7 noch nicht gehabt, deswegen auch noch nicht die spezifischen Trikots. Die werden natürlich kommen, sobald er bei Sporting, Man U bzw. Real ist. Und dieser Finesse-Schuss hier geht ebenfalls wie der Longshot am Tor vorbei. Dann kommt noch der Pass von Teixeira in die Schnittstelle. Ronaldo ist da und macht das 1-0. Erstes Tor von CR7 und dementsprechend, ja, das erste Upgrade, was ihr euch aussuchen könnt. Wie gesagt, die Liste ist in der Videobeschreibung. Schreibt einfach in die Kommentare, welchen Spieler ihr gerne sehen würdet. Und natürlich müsst ihr bedenken, ihr müsst bei Phase 1 jetzt erstmal anfangen. Übrigens können auch Phase 1 Spieler bereits nicht geupgradet werden, bevor die komplette Phase 1 abgeschlossen ist. Das heißt, ihr könnt nicht irgendwie jetzt sagen, ja, ich will jetzt den und den und dann direkt den Phase 2 Spieler davon. Das geht nicht. Erst muss Phase 1 komplett abgeschlossen sein und dann kann Phase 2 starten. Das 1-1 habt ihr gerade schon gesehen. Das war sehr, sehr schlecht von unserem Keeper und der macht gleich schlecht weiter. Amo setzt sich hier schön durch. Der gute Schuss und da sieht der Keeper wieder nicht gut aus und es steht 2-1 für Newcastle Lions. Übrigens, sehr cooler Vereinsname, wie ich finde. Ich bin ja eine Newcastle-Legende quasi schon, beziehungsweise Newcastle ist für mich legendär mit dem St. James' Park, in dem wir hier auch spielen. Was nicht so legendär ist, ist das Gegentor, denn jetzt liegen wir 1-2 zurück und dementsprechend muss Ronaldo wieder ja angreifen. Macht er auch direkt mal nach knapp 40 Minuten schön hier mit dem, was ist das eigentlich, ein Fake-Shot, dann auf jeden Fall der Scoop-Turn, Hacke zu Hacke am Verteidiger vorbei, der Schuss in die lange Ecke, steht 2-2, das zweite Upgrade in dieser Episode, das läuft doch schon mal ganz gut hier für den Anfang und nach dem Ausgleich folgt dann natürlich weiterer Angriff von Cristiano Ronaldo in der zweiten Halbzeit und zwar der Ball von Rocha, der spielt den eben auf Ronaldo und der nimmt den direkt nochmal mit einem Finesse-Schuss-Volley, das war ganz, ganz knapp, geht am Tor vorbei, aber schöner Versuch von Cristiano und er zeigt dann seine ganze Körperstärke, seine ganze Klasse, setzt sich durch gegen die Verteidigung und macht sein drittes Tor, drittes Upgrade im ersten Spiel. Wunderbar gemacht von Cristiano Ronaldo zum 3-2. Allerdings muss man dazu sagen, dass unser Gegner wirklich kein schlechter Spieler war und dementsprechend kam es, wie es kommen musste, denn wir vergeben Chancen und auf der anderen Seite kommt Amo, setzt sich hier klasse durch, der Sweatpass in die Mitte und wieder sieht unser Keeper alles andere als gut aus gegen Tyson, den hätte er auf jeden Fall halten müssen, aber macht er nicht und dementsprechend Tyson mit seiner Bude und dem 3-3 nach 72 Minuten und es wurde noch schlimmer, schönes Kombinationsspiel hier, Revel Morrison kriegt den Ball nochmal zurück und dann steht es 4-3 für die Newcastle Lions. Revel Morrison ist ja auch ein Spieler, der im Karrieremodus am Start war bei uns, zumindest für eine kurze Zeit, ich glaube für 1500 oder für 1,5 Millionen habe ich den ja von West Ham United sehr, sehr günstig bekommen. Und das war es dann auch von dieser Partie. Erste Niederlage also im ersten Spiel, aber 3 Tore von Ronaldo, das heißt 3 Upgrades. Und wir gucken mal nach, ist er Man of the Match geworden? Gibt es das Bonus-Pack der Episode? Ja, es gibt es. Und damit gehen wir jetzt rein in die zweite Partie, nachdem wir jetzt unsere Münzen abgeholt haben. Und die ist gegen ein etwas, schlechteres Team. Allerdings auch nicht so schlecht, denn wir haben im Tor Duncan in Form. Wir haben im Mittelfeld Ali in Form, vorne glaube ich Alphobi in Form und links Gray in Form. Ansonsten halt ein Bronze-Team, was relativ schnell ist. Bronze Magic heißt es auch. Also wirklich gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, wie wir uns dagegen schlagen können, beziehungsweise wie sich Ronaldo natürlich auch dagegen schlagen kann. Wir gehen in die erste Szene und Ronaldo macht direkt mal Dampf auf der linken Seite, setzt sich schön durch im 16er, der Ball kommt irgendwie zu Sturgeon und der macht das 1-0. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich so ausgesprochen wird, es hört sich richtig falsch an, aber ist ja vollkommen egal, wie auch immer im Portugiesen mit so einem Namen ausgesprochen wird. Er macht das 1-0 gegen, den Inform Derek, heißt es nicht Duncan, Entschuldigung, habe ich verwechselt, aber ist nicht so schlimm. Wieder Ronaldo nach knapp 9 Minuten, geht in den 16er rein, abgefälscht, wieder kommt der Ball zu Sturgeon, der wird gefoult, es gibt 11 Meter. Das ist also die Chance auf das vierte Upgrade und sowas lässt sich Cristiano Ronaldo natürlich im Normalfall alles andere als nehmen, was einfach heißt, er macht ihn rein. Oder? Nö, macht er nicht. Scheiße. Schön gehalten von Derek. Dementsprechend bleibt es bei 1-0 und bei 3 Upgrades. Aber wir haben ja Cristiano Ronaldo nicht umsonst. Sturgeon kriegt hier wieder den Ball auf der Außenbahn. Macht das gut. Spielt den Ball auf Cristiano und der trifft den Pfosten. Grätschen dann aber zum Glück noch rein. Irgendwie war das ein ganz komisches Spiel. Ronaldo wollte das Tor einfach nicht treffen. Ich glaube, es lag daran, dass er Gold war und die Gegnerspieler Bronze. So ein bisschen Momentum in diesem Spiel. Wird auch noch auffälliger. Aber immerhin macht er hier das 2-0 mit ein bisschen Glück. Und es ging weiter kurz vor der Halbzeit nochmal mit einem Ball von Sturgeon wieder auf Cristiano Ronaldo. Und das zeigt so ein bisschen, ja, der war nicht so absolut in Topform, denn hier wird er irgendwie von den Beinen geholt. Allerdings gibt es keinen Elfmeter in der Situation. Und dann kam der riesige Fehler. Es kam, wie es kommen musste, wenn man seine Chancen nicht macht. Ja, dann,
wird man irgendwie dafür bestraft. Kopfballtor von Gray, 2:1, 77. Minute, 78. Minute. Das will man natürlich nicht unbedingt jetzt irgendwie noch das Spiel aus der Hand geben. Und deswegen zeigt Ronaldo nochmal, wie schnell er ist in der 89. Minute mit dem langen Ball und den kriegt er sogar irgendwie noch. Dann steht da Geddes im Weg, aber Geddes ist halt nur ein Bronzespieler. Wird da einfach stehen gelassen, er geht weiter in die Mitte, macht das da klasse, geht super durch und schießt wieder am Tor vorbei. Ronaldo einfach nicht in Topform, leidet unter Momentum, ist aber nicht so schlimm, denn unser Starspieler schießt hier wieder immerhin ein Tor, das heißt 4 Upgrades in der nächsten Episode, denn er wird natürlich hier dieses Spiel nicht mal mit mehr Toren beenden. Nach 90 Minuten bleibt es beim 2:1, aber immerhin der erste Sieg und mal wieder schauen, ob er der Man of the Match ist in diesem Spiel. Natürlich ist er das mit einer 8,3 Bewertung, das heißt wieder ein Pack, das heißt 2 Packs in dieser Episode und die wollen wir natürlich direkt mal öffnen, nachdem wir uns die Münzen abgeholt haben. 587 sind das diesmal und dann schauen wir mal rein, was wir hier gezogen haben. Natürlich hoffen wir auf einen Lissabon-Spieler oder einen United-Spieler, damit wir die direkt irgendwann weiterverwenden können. Aber natürlich gibt es auch ein sehr interessantes Team of the Week zurzeit und im Man of the Matches mit beispielsweise Luciano Vietto oder Rondon. Im ersten Pack ist ein Barcelona-Spieler, was natürlich überhaupt nicht zur Serie passt, aber auch ein linker Flügelspieler aus Portugal und zwar ist das Bruma. Vielleicht kommt er ja irgendwann noch vor, ist aber unwahrscheinlich, weil er halt linker Flügelspieler ist und wir ja auf dem linken Flügel dauerhaft Ronaldo haben. Auch noch Rudnevs in dem Pack drin und dann gehen wir zum zweiten Pack mit David Alaba auf dem Cover und währenddessen verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wäre eine großartige Geste, wäre eine große Unterstützung. Und ich hoffe, dass die Serie euch gefällt, wie sie ist. Schreibt mir in die Kommentare, welche Upgrades ihr sehen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.